Ja, so viel zum Thema. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir das Thema mit dem Troll angegangen. Und heute haben wir ein bisschen Dinge reparieren müssen, die hier draußen noch waren. Ja, ich habe vergessen, mich auf Aufnahme zu drücken. Jetzt läuft die Aufnahme und jetzt geht's weiter. Jetzt können wir mit dem Typen hier mal still quatschen. Oh Gottes Hill. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat. So, danke. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. So, leider haben wir nicht so viel Geld. Aber wir müssen das nehmen, was wir kriegen. So, gucken wir mal wegen dem Ausrüstungsbildschirm. Hier. Und bringt das jetzt irgendwas? Ja. Ein bisschen zumindest. So, wir haben leider gar kein Geld. Das heißt, wir können noch nichts kaufen, oder? Nicht wirklich, ne? Nee. Erstmal ein Sie bisschen haben Kohle ein haben. gutes Auge für Mode. Schauen Sie hier. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das können wir gerne tun. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinen Laden. Ja, so, jetzt sollen wir noch mal mit Nati in die drei Besen gehen. Wenn das nicht zu Fall ist, trifft ihr vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Wer war denn das? Oder ist denn das? Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Mit dem hatten wir doch den Zwischenfall in Dings in. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Mit dem hatten wir doch den Zwischenfall in Gringotts, oder nicht? Es war Rookwood, wie gesagt, ist potenzieller Todesser. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich?
gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Oh nein. Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Viktor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Ja. Ranrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ja. Sprich mit Nati von den drei Besen. Lumos. Bleib doch stehen und lauf nicht weg. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. So. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum. Ja klar, müssen wir natürlich. Machen wir auch. Karte von Hogwarts. Zimmer. Kann ich ihn? Also ich muss so, kann ich die auswählen, okay. Schnellreise zum Gemeinschaftsraum. Müssen wir mal gucken. Große Treppe. Bibliotheksanbau. Ich will eigentlich gerne mal holen. Ausgang. Flügel, Glockenturm. Astronomieflügel. Glockenturm, Ausgang. Ich will zu meinem Schnellreise zu meinem Gemeinschaftsraum. Was ist mein Gemeinschaftsraum? Wo ist denn der? Achso, kann ich das Ding hier oben auswählen? Ne, kann ich nicht, ne? Die Treppe von Hogwarts. Astronomieflügel. Ich will einfach zu meinem Gemeinschaftsraum. Welche nächste? Ich hüpfe jetzt mal rüber. Kann ich jetzt hier irgendwie hinreisen? Flurvermordung. Die große Halle. Ich habe auch noch nicht verwaltet, mich alles, ne? Ich flachse jetzt. Ich will gerne dahin. Hör mal. Zu Flügel. Darf ich nicht zu meinem Dings?
Man muss es auch auswählen. So, dann funktioniert es. Okay, gut. So, Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogsmeade. Wir haben einen weiteren Auftrag verfügbar. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Sammlungen. Haben wir irgendwelche Aufträge? Hier haben wir eigentlich angeblich Aufträge. Okay, warte mal. Professor Fig treffen. Okay. Gucken wir in die Herausforderung mal eben schnell noch schnell was durch. Aufträge. Schließe 4 Hauptaufträge, da bekommt man was Legendäres. 3 Nebenbeziehungsaufträge ab. Okay. Du kriegen man kümmerlich. Schließe 2 Aufgaben. Belohnung wahrscheinlich wieder Ausrüstung. Okay. Schal des Klassenbesten. So, Inventar. Entschuldigung. Haben wir hier. Toll. Ach so, die zum Beispiel durchbrechen. Okay. Okay, gut zu wissen. So, okay. Dann haben wir das zumindest erstmal. Ich habe Post bekommen. Dann gucken wir das mal noch schnell. Können Sie zu mir, ich habe einfach in den Medaillon, dass wir Grügels gefunden haben, entdeckt. Das heißt, wir müssen, ja klar, zu Professor Fig. Gut, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge und dann sehen wir uns wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy.